Hallo zusammen, ich habe hier was Neues für mein Museum, obwohl das Ding noch gar nicht alt ist. Und zwar habe ich hier einen Kompressor, 12 Volt. Vielleicht habt ihr mal ein altes Video gesehen und sonst schauen wir uns später an. Mein Museum an Kompressorkühlgeräten. Und hier habe ich einen chinesischen Nachbau vom Sekop Danfoss-Kompressor. Hat genau die gleichen Klemmenbezeichnungen, schauen wir nachher an. Und diesen Kompressor habe ich aus dieser Kühlbox bekommen, jetzt hier ausgebaut. Und die Kühlbox ist 2 Jahre alt. Wir sehen uns das von hier unten an. Wenn wir da nahe zugucken. Jetzt sehen wir es, Novotel LTD, also eine Limited-Gesellschaft. Ich habe mal im Internet geguckt, die machen so Raclette-Öfen und so weiter. Und die haben sich wahrscheinlich hier hergestellt in China und so weiter. Und hier, Produktionsdat ist der 2018-11. Der Kunde hat mir sogar noch nachträglich jetzt ein Foto geschickt von dieser Verpackung, die er immer noch hat. Das ist diese Arctic Kühlbox und da steht auf der Kühlbox drauf. Und hier sehen wir, Produktionsdatum ist der 15. November 2018. Das überschneidet sich also hiermit. Er hat die Kühlbox einen Sommer gebraucht und jetzt geht sie nicht mehr. Wegen dem steht sie jetzt bei mir. Ob ich da nachschauen kann. Habe ich gesagt, ja, dann schauen kann ich. Der Kompressor ist blockiert, er startet nicht. Also Kompressor defekt. Zur Steuerung, die ist hier oben draufgeschraubt. Also ich nehme die weg. Und ihr seht, die ist hier genau gleich befestigt wie die Danfoss Sekop, genau gleich aufgebaut. Und wenn ich jetzt die aktuelle Steuerung nehme von Sekop, die 650, und ich stelle die daneben, die hat noch Kühlrippen dran, sie ist schon ein bisschen kleiner, sie ist auch viel leichter. Also es ist nicht so viel Material dran wie bei der Sekop. Und wenn wir diese aufschrauben, vergleichen wir das Teil hier. Ich weiß nicht, an was es liegt, ob am Kompressor oder an der Steuerung, da ich natürlich nicht so eine Steuerung habe, dass die jetzt neu ist. Und das Ding hier auch auseinandernehmen. Das ist also hier diese Steuerung von diesem Kompressor. Der Kompressor ist ein Yuahung. Das zeige ich euch auch noch hier auf dem Tippenschild. Die Leitung steht noch davor. Und wenn ich dann so eine Sekop-Steuerung aufmache, diese Sekop-Steuerung hat eine UL-Zulassung, also CE, UL und so weiter, alles Mögliche. Ob diese Steuerung da aus China, die ist auch aus China, durch eine EMV-Prüfung durchgeht und so weiter, kann ich euch nicht sagen. Ich werde weiter bei Sekop bleiben. Ehemals Danfoss, ich habe nochmal gearbeitet. Und also wenn man die Steuerungen vergleicht, sie sind vom Format her anders. Hier habe ich Kühlrippen.
Auf der anderen Seite, ich habe hier wesentlich größere Kondensatoren drauf. Ich habe eine Spule drauf, zwei Spulen, hier habe ich nichts. Dann ist diese komplett getaucht und diese ist eigentlich nackt, roh. Also so ganz wasserfest denke ich nicht, dass diese Platine ist, so wie die Sekop hier. Ja, was passiert mit dem Kompressor? Der kommt bei mir in mein Museum und das schauen wir uns jetzt kurz an. Also meine Ausstellung kennt ihr vielleicht, hier habe ich nur 12 Volt Kühlgeräte und hier habe ich so mein Museum, das ist so 50-jährige Technik, das ist Indel, Schnittmodell, Manometer, das ist der alte Indel-Verdichter, der wurde gebaut. Hier ist ein Aufschnittmodell von Danfoss, der gleiche Danfoss. Dann hier ein Gauss-Kompressor, auch Danfoss, ein Stopferaggregat. Hier ist auch Danfoss, das ist so aus 69, auch Aufschnittmodelle, alte Thermostaten, ein PL 12 Volt Verdichter, Schwingverdichter noch von Fichtel und Sachs. Ja, ein Bock-Kompressor offen, dann Indel-Kompressoren, da ist schon diverses da. Und wir sehen hier jetzt Nachbauten, Colco, Danfoss, Electrolux, Sekop, Colco, Danfoss-Verdichter, das sind alles irgendwie Exklusivitäten. Schnittmodell von Engel-Verdichter, beziehungsweise das ist ein Fichtel und Sachs. Hier auch Fichtel und Sachs, Magnettauchschalter, dann die ganzen Steuerungen von Danfoss. Der Kompressor stammt aus einem Coca-Cola-Kühlschrank, das Ding ist ja ein Stück älter als ich. Ja, und hier habe ich nochmals ganz alte thermoelektrische Einheiten und hier habe ich auch einen Nachbau von einem Sekop-Kompressor. Und hier habe ich noch, na, man sieht es im Dunkel, einen großen Schwingverdichter, der wird an sich heute gar nicht mehr gebaut. Ja, ich setze das Teil wieder zusammen und dann habe ich ein neues Museumstück, obwohl das Teil wahrscheinlich eben nur 2-3 Jahre alt ist, keine Garantie mehr drauf. Ja, somit wünsche ich euch einen schönen Tag.